Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer! Ich wollte jetzt eigentlich noch mal darauf eingehen, wie Prävention sein kann vor der eigentlichen Radikalisierung, dass man eigentlich schon in Kindergärten und in Schulen anfangen muss, aufpassen muss. Man muss beobachten, zuhören, wo findet jemand vielleicht nicht seinen Lebensplan, wo sondert sich jemand ab, wo läuft jemand Gefahr und wie kann man dort intervenieren. Ich würde aber jetzt gerne einfach mal auf meine Kollegen, die gerade gesprochen haben, eingehen. Man kann einen Text, wenn man will, auf Gedeih und Verderb auch missverstehen, missinterpretieren, Falschaussagen hineindeuten. Dann sollte man sich vielleicht wenigstens die Mühe geben, dem Redner zuzuhören, der dazu noch mal zu unserer Aktuellen Stunde Stimmung nimmt. Ach ja, Aktuelle Stunde, Herr Hegemann, das ist kein Antrag, den Sie ablehnen können, es ist eine Aktuelle Stunde. Das schon mal so als Rahmenbedingung. Herr Herrmann hat ganz eindeutig zu Beginn seiner Rede gesagt, dass es selbstverständlich wichtig ist, gefährliche, gewaltbereite Rückkehrer zu beobachten mit der ganzen Härte des Gesetzes und mit der ganzen Kraft der Polizei. Das hat er noch mal extra betont. Wenn andere jetzt hier davon reden, dass wir hier Heidi-Dai, Herr Dr. Stamp sagt, Stuhlkreis und Ponyhof oder wir wären gegen Überwachung überhaupt und so, dann ist das einfach falsch. Wir sind dafür, dass gewaltbereite Leute überwacht werden, dass die ganze Härte des Gesetzes dort greift. Aber wir müssen uns bitte mal anschauen, wer da zurückkommt. Natürlich kommt ein Teil zurück, der ist gewaltbereit und gefährlich. Das sind Moslems oder später konvertierte Moslems, die von Hasspredigern und durch Videos über Monate, vielleicht über Jahre hier radikalisiert worden sind. Und die Leute, Herr Minister Jäger spricht von circa ein Viertel, also von aktuell 10, die nach NRW zurückkommen, da müssen wir alles tun, dass da nichts passiert. Wir haben aber auch inzwischen eine Art Tourismus nach Syrien. Das sind junge Leute, ja, es sind Männer und auch leider auch immer mehr Frauen, die in sehr, sehr kurzer Zeit beschließen, nach Syrien zu gehen. Das ist für die eine Art Abenteuer, ohne groß nachzudenken, ohne wirklich tief infiltriert zu sein. Ich denke zum Beispiel an die beiden Mädchen aus Wien, die vor ein paar Monaten nach Syrien ausgereist sind, die nach 2 Wochen ihre Mama angerufen haben, die unbedingt wieder zurück wollten, die gesehen haben, oh Gott, was haben wir da getan? Wir haben uns was ganz anderes vorgestellt. Und auch solche kommen zurück. Und da hilft keine 24-Stunden-Überwachung, sondern müssen wir gucken, an welcher Stelle haben die ihren Lebensplan, ihr Lebensziel verloren und wie können wir die wieder integrieren? Dementsprechend uns hier grenzenlose Naivität vorzuwerfen oder einfach ganz, ganz große Fässer aufzumachen vom Kampf gegen Islamismus. Unsere Aktuelle Stunde geht um die Rückkehrer aus Syrien. Und selbst das haben viele von den Rednern noch nicht mal mit einem Wort erwähnt. Ich denke, die Aktuelle Stunde war wichtig. Viele Sachen sind schon auf dem Weg. Aber Minister Jäger, Sie sagen, wir dürfen bei Prävention und bei Repression eine Seite nicht vernachlässigen. Wenn wir 3 Leute bei Wegweiser haben, Sie auf der anderen Seite aber 385 zusätzliche Beamte einstellen, dann machen Sie genau das. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger.